Hallo und herzlich willkommen hier bei YouTube, Facebook wahrscheinlich, Twitch. Ich starte den Instagram-Stream. Schauen wir mal, ob wir heute die Erlaubnis bekommen, live zu gehen. Das sieht gut aus. Uiuiui, was ist das für ein Wetter? Moment. Moment. Wir gehen hier live. So. Okay. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum heutigen. So muss ich das tun. Ach so. Herzlich willkommen auch Instagram zum heutigen Livestream. Ich muss mir mal hier ein bisschen bequem machen. Heute ist der 22.02.2022. Herzlich willkommen hier zu diesem magischen Datum. Ich werde heute für euch eine Meditation durchführen für die globale Einheit. Und als erstes werde ich natürlich aber erstmal meinen Chat raussuchen über YouTube. Ja. Und dann geht es hier auch direkt los. Schön, dass ihr alle schon eingeschaltet habt. Der Chat, so, der Chat ist jetzt auch offen. Ach, die ersten Leute schreiben sogar schon: Hallo Suarama, hallo Sorella, hallo Emir. Schön, dass ihr da seid. Heute 22.02., bisschen früher, denn wir machen heute noch einige andere Meditationen auch mit anderen Leuten. Und das Thema, das klingt gerade überall gleich. Und das ist auch kein Zufall. Das ist auch ganz gut so. Hallo Laura. Das Thema zum heutigen Tag ist die Einheit. Das heutige Tag ist ein wirklich wunderschönes Datum der Polarität, der Dualität, die zwei, die Verzweiflung, die zwei Seiten. Die können ja sich einig werden. Darum geht es in der Meditation, die Einigkeit zu erreichen, das globale Einheitsbewusstsein. In erster Linie steht die 2 aber eben nicht für die 1, sondern für die 2. Und das darf man auch verstehen. Und da, wo zwei Leute zusammenkommen, kann es natürlich oft auch Streitereien geben. Streit muss jetzt nicht immer nur negativ sein, sondern kann auch eben zum Wachstum führen. Einer oder sogar beider Parteien, das wäre ideal. Zumindest wenn es da eine gewisse Streitkultur gibt. Das heutige Datum wird so in seiner dualen Intensität erst in 200 Jahren wieder auftreten. In dieser Zeit dann, in 200 Jahren von heute an, am 2.2.2222, da bin ich dann 141, nein 241, bin ich dann schon ganz schön alt. Und dann werde ich unseren Nachfahren, euren Nachfahren, erzählen, wie das damals so war im Jahr 2022. Entweder in dieser Inkarnation oder als Reinkarnation. Lassen wir uns überraschen. Die Einheit bzw. das Einheitsbewusstsein kann in sehr vielen unterschiedlichen Nuancen zum Ausdruck kommen. Und es kann durch sehr viele unterschiedliche Einflüsse gestört werden. Ein typischer Störeinfluss, den wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen vermehrt wahrnehmen, ist zum Beispiel der aktuelle Ukraine-Konflikt, der plötzlich jetzt, wo Corona endlich ja so ein bisschen abklingt, sowie die nächste Tracht Prügel auf die Menschen Europas und Asiens hereinprasselt. Wieder wird mit Angst gefuchtelt. Jetzt wird quasi die nächste Karte ausgespielt, um die Menschen eben aus ihrem Innersten herauszuzerren in die äußere Welt und sie mit allerlei Psychoterror, Angst und Ablenkung im Außen zu halten. In der Ablenkung, in dieser grandiosen globalen Show, die wir hier geliefert bekommen. Und jedem darf klar sein,
dass natürlich auch ein Putin ein Freimaurer ist. Und ich will da heute gar nicht so sehr drauf eingehen. Und entsprechend auch nur seine Logenbefehle ausführt. Jedem darf natürlich auch klar sein, dass die EU, sie hat sich ja wirklich auch in der ganzen Corona-Zeit überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Zum Thema Freiheit definitiv nicht, das war eigentlich ein Witz. Zum Thema Menschenrechte darf die EU erstmal jetzt 15 Jahre lang Hausaufgaben machen und die Aufarbeitung der Pandemie leisten. Denn das hatte mit den Menschenrechten definitiv nichts zu tun. Und da bin ich nicht alleine, sondern eigentlich fast jeder Mensch, der in seinem Herz angekommen ist, hat unabhängig voneinander in Europa und auch in anderen Teilen der Welt das Gleiche beobachtet. Massive Angstpropaganda, massive Hetze, massive Spalterei. Da sind wir nämlich bei der Dualität oder auch bei der Polarität. Das Gegenteil von Angst ist ja Liebe. Liebe vereint, Angst verzweifelt. In der Meditation, die wir jetzt durchführen werden, werden wir folgenden kleinen magischen Zaubertrick durchführen. Und zwar werden wir die scheinbare Widersprüchlichkeit, ich muss mal hier meine Kamera ein bisschen ausrichten, werden wir die scheinbare Widersprüchlichkeit der äußeren Welt und der inneren Welt überwinden. Die inneren Welten, die innere Welt, deine Seele, das Universum deiner Psyche ist eine absolut reale Größe in diesem Kosmos. Diese innere Welt, die dann als in der Psychologie als Psyche bezeichnet wird, in der Philosophie und in der Religion sehr häufig als Seele, das ist eben nicht irgendein abstrakter Begriff, sondern das ist eine Realität und ein Universum, um es mal so zu sagen. Es ist ein ganzes Universum und es hat verschiedene Gesetzmäßigkeiten. Und jeder, der auch ein bisschen Interesse an der Wissenschaft hat, der kann leicht nachvollziehen, dass egal wie viele Dimensionen wir jetzt annehmen wollen, die es gibt, ich kann mir vorstellen, dass fast jeder von euch die nötige Fantasie hat, zumindest mehr als die derzeit bekannten vier Dimensionen auch anzunehmen. Die vier Dimensionen sind ja die drei Raumdimensionen und die dazugehörige Zeitdimension. Das heißt, wir können Raum nur durchqueren mit einer Zeit. Fast jedem ist eigentlich klar, dass sollte es mehrere Dimensionen geben, und ich behaupte jetzt mal, es gibt definitiv noch mehrere Dimensionen als die ersten vier, beziehungsweise die ersten, die Raumzeit, die fasse ich für mich als die 3D zusammen, denn Zeit und Raum sind in sich ist wie reziprok. Muss man also abzukürzen, das ist ein Äquivalent, das das eine hervorruft. Raum ruft Zeit hervor, Zeit ruft Raum hervor. Jedem, der ein bisschen Fantasie hat, ist eigentlich klar, dass die kleinste Veränderung einer Dimension unweigerlich Auswirkungen auf alle anderen Dimensionen haben muss. Das nennen wir Verschränkung der Dimension. Das bedeutet, wenn in China der Sack Reis umfällt, hat das in Frankreich eine Auswirkung. Wir kennen den Begriff auch als Butterfly-Effekt. Der Schmetterling, der hier fliegt, löst mit dem Wind, den er hier auslöst, vielleicht am anderen Ende der Welt durch verschiedene Kettenreaktionen einen Orkan aus oder einen Sturm. Ist ja vielleicht gerade sogar ein aktuelles Thema für viele Leute aus Deutschland. Wir in Portugal haben ja keine Stürme, wir haben eine Menge Schmetterlinge. Also die dimensionale Verschränkung, das ist für heute die Grundlage auch der Dimension. Und ich behaupte jetzt einfach mal, beziehungsweise ich setze jetzt einfach mal für die Meditation heute voraus, dass wir Zugang zu einer geistigen Dimension haben und dass wir auch Zugang zu einer
dem Geist übergeordneten oder eingeschriebenen Dimension der allumfassenden, unendlichen Liebe haben, dem Sitz unserer Seele. Und diese zwei zusätzlichen Dimensionen, also die vierte Dimension und die fünfte Dimension, die werden wir heute beeinflussen, um dadurch Änderungen in der 3D-Realität, Änderungen in der Materie hervorzurufen. Dazu muss ich sagen, dass, ich hatte ja gesagt, Zeit ist eine Umkehrform des Raumes und andersherum, Raum erzeugt Zeit. Das bedeutet, dass die Zeit als solche, wie sie vergeht, eine Illusion ist. Es ist nur ein Raum, der sich wandelt, denn die Ewigkeit des Geistes und die Ewigkeit der unendlichen Liebe überblicken diese kontinuierliche Umformung der Raumzeit. Und somit verändert sich im Hier und Jetzt, und es gibt nur das Hier und Jetzt, das Ganze, sowohl in der Zukunft als auch in der Vergangenheit. Sprich, was wir im Hier und Jetzt heilen, heilt automatisch sämtliche mögliche Zukünfte, sämtliche Möglichkeiten, sämtliche Potenziale. Es heilt aber auch alle möglichen bereits gelebten Paralleluniversen. Es mag jetzt vielleicht für den menschlichen Geist etwas paradox erscheinen. Aus dem Blickwinkel der unendlichen Liebe, welche quasi über das Herzchakra, die Dimension, das Dimensionsportal der unendlichen Liebe, kann direkt über das Herzchakra wahrgenommen werden. Ich hatte da letzte Woche, vor genau einer Woche, eine Meditation dazu angeleitet. Die heißt die sicherste Schutztechnik, absichtlich ein leicht irreführender Name, um eben genau die Menschen anzusprechen, die es am dringendsten brauchen. Diese Dimension kann, wie gesagt, über das Herzchakra erreicht werden und wir werden heute auch wieder diese Herzchakra-basierte Meditation durchführen. Allerdings heute nicht nur, um diese Dimension einmal zu fühlen oder zu spüren, sondern heute mit einer ganz klaren Intention, die krassen Widersprüche zwischen den inneren Realitäten und den äußeren Realitäten zu überwinden, als auch die krassen Widersprüche in der grobstofflichen Materie zu überwinden, um eben aus der Dualität, also sprich aus dem Gut-Böse-Spiel, auszusteigen und in das Einheitsbewusstsein, in die unendliche Liebe einzukehren. Denn das ganze Spiel von Gut und Böse, Täter und Opfer, das hat verschiedene Ausprägungsgrade, wird aus dem Blickwinkel der unendlichen Liebe ad absurdum geführt und es gibt dann noch eine dritte Möglichkeit, um das mal so zu sagen. Die ist jenseits von Gut und Böse. Denn diese Begriffspaare, die führen die Menschen in die Irre. Denn zwanghaftes Gut sein wollen erzeugt in den meisten Fällen wesentlich mehr Dunkelheit und Abtrennung als den meisten tapferen Lichtkriegern, das sehr oft bewusst ist. Und das ist natürlich schade, dadurch, dass sie dann der Illusion der Trennung wieder auf den Leim gegangen sind. Und diese Illusion der Trennung ist die eigentliche Dunkelheit, die wir überwinden wollen. Das eigentlich Böse. Das heißt, sämtliches aufklärerische Priestertum, beziehungsweise, wie nennt man das, Bekehrertum, gibt es doch dieses Wort dafür, dieses Messias-Gehabe, wie nennt man denn das? Mir fehlt gerade das Wort. Sektiererische. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, was ich meine, hat ja wieder die Grundlage der Trennung. Mit der Annahme, da ist jemand, der erweckt werden muss, mit der Annahme, da ist jemand, der gerettet werden muss, mit der Annahme, da ist jemand, der nun unsere Hilfe braucht. Das ist natürlich sehr edel, erzeugt dennoch aber eben wieder eine Trennung. Und dadurch auch Karma.
Also Karma wird immer dann erzeugt, wenn wir aus dem Einheitsbewusstsein herausgehen. Also so viel muss schon mal klar sein. Ob das nun in ein Verblenden des Lichtes oder eben in eine bedrückende Dunkelheit, spielt überhaupt keine Rolle. Und darum ist es wichtig, dass wir in ein globales Einheitsbewusstsein kommen. Ich sehe gerade, ich habe hier sogar einen Rechtschreibfehler gemacht. Und somit ist eigentlich erst nochmal alles gesagt und wir können dann jetzt hier direkt auch anfangen. So, Einheitsbewusstsein. Schön speichern. Falls ihr da vorher jetzt noch kurze Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Ansonsten stellt die Fragen gerne nach der Meditation, denn ich bin sicher, durch die Meditation werdet ihr entsprechend die Erfahrung sammeln, dass sich viele eurer Fragen selbst beantworten werden. So, ich mache hier kurz den Chat wieder auf. Kleinen Moment, entschuldigt das bitte. Das ist tatsächlich leider so nur möglich, dass ich das hier, so, damit ich mit euch kommunizieren kann. Die Intention für heute, ich wiederhole das nochmal, ist es, zuerst einmal in das Herz zu kommen und dem Herz, der Weisheit, die im Herzen eingeboren ist, eingeschrieben ist, die Führung zu übergeben. Das ist eine der Intentionen für die heutige Meditation. Dem Herzen ist eine Wahrheit, eine Weisheit eingeschrieben, die fern jeder Logik ist, die uns teilweise sogar beängstigen kann. Wenn wir sie aber langfristig beobachten, wenn ihr damit experimentiert, werdet ihr feststellen, dass euer Herz vielleicht möglicherweise sogar euer eigentlicher Guru, Meister, Lehrer werden kann. Denn es gibt dort eine Wahrheit, die aus dem Herz spricht, die ist unvergleichlich und die kann eben durch den Geist nicht erfasst werden. Der Geist hingegen, welcher sehr oft durch sein analytischen Scharfsinn versucht, den Chef zu markieren, ist ein wichtiges Werkzeug. Er ist ein guter Diener, im Idealfall Diener des Herzens und gefügig und demütig. Wenn der Geist versucht, durch sein Intellekt und durch seine Schärfe zu führen, dann entsteht das Dilemma des Egos, denn dann muss der Geist etwas leisten, was er nicht leisten kann. Der Geist ist analytisch, sprich erteilt aus der Einheit in die Zweiheit, Dreiheit, Vierheit. Und das ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem, wie wir Wahrheit verstehen und wahrnehmen wollen. Wir wollen nämlich keine fragmentierte Wahrheit erkennen, sondern wir wollen die allumfassende, göttlich geführte Einsicht. So. Die göttlich geführte Einsicht. Und mit dieser Intention, die Stimme des Herzens sprechen zu lassen, überwinden wir in einem zweiten Schritt die scheinbare Trennung der äußeren Welt und der inneren Welt. Wir nehmen also die Projektion vollkommen zurück. Wem das zu viel ist, der schaltet einfach jetzt ab. Wer sich darauf einlassen möchte, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, der bleibt jetzt dran. Also die Intention, um ins Einheitsbewusstsein zu kommen, ist es, die Trennung der inneren Welt und der äußeren Welt zu überwinden und die Projektion vollkommen zurückzunehmen. Was heißt das? Das bedeutet, dass ihr als Mitschöpfer in die Annahme kommt, dass alles zu 100%, zu 100%, zu 100% alles, was euch im Außen begegnet, nur eine Reflexion eures Inneren nach außen ist. Quasi euer
eure Seele, die sich im Außen widerspiegelt. Orakel von Delphi. Mensch, erkenne dich. Selbst die Welt ist dein Spiegel. Alles, was uns im Außen begegnet, ob das Corona, Präsidenten oder Kriege sind, alles, vom Heiligsten bis zum Mörderischsten, ist Teil unseres Innenlebens und unserer Seele und eine Darstellung auf dem Bildschirm des Lebens. Wenn wir in der Lage sind, dies zu erkennen, dann können wir wahrhaftig über die irdischen Erscheinungen, über die Maya, über die Täuschung hinauswachsen. Dies gelingt uns allerdings nicht mit dem Verstand, dies gelingt uns nicht mit dem Urteil und nicht mit der Analyse und dem Zerdenken, dies gelingt uns nur über das Portal des Herzens. Und über das Portal des Herzens können wir die Einheit erkennen und wir können sogar erkennen, wie durch die Liebe, die durch uns diese fünfdimensionale Energie, diese unendliche Liebe, die aus diesem Kern, unserem innersten Kern nach außen fließt, wir können erkennen, wie diese Liebe und diese Schwingungen, dieses Energiefeld unseres Herzchakras um uns herum beginnt, diese Welt, diese äußere Welt zu strukturieren und zu befriedigen, zu befrieden. Und dies ist das, was es meint, dein Reich komme. Und zwar durch dich jetzt, der du hier zuschaust, du hast die Chance, das Reich der göttlichen Mutter, das Reich Gottes durch dich in diese materielle Schöpfung fließen zu lassen und zumindest schon mal in deinem direkten Umfeld fließen zu lassen. Dies ist der Beginn einer Laola-Welle des menschlichen Bewusstseins, welches sich bereit erklärt, das kosmische Bewusstsein durch sich wirken zu lassen. Das ist, wenn das Ego beiseite tritt und erkennt, okay, ich habe es bis hier nicht gecheckt, ich lasse jetzt mal das Herz sprechen. Und dies ist die Intention. Das ist die Einheit, die wir anstreben. Die Einheit zwischen der äußeren Welt und der inneren Welt. Und zu erkennen, dass es eigentlich keine äußere und keine innere Welt gibt, sondern dass es nur eine Welt gibt, ein Bewusstsein, ein Gott, eine Göttin, ein Leben, eine Existenz, die sich eben durch dich als Fraktal erkennt. Und die weiteren Schritte, wenn wir in diesem Einheitsbewusstsein sind, in diesem kosmischen, in dieser kosmischen Liebe, sind es dann in den nächsten Tagen, das aufrechtzuerhalten. Und ihr werdet dann in den nächsten Tagen sehr wahrscheinlich verschiedenste Prüfungen, Hindernisse gespiegelt bekommen, die euch in gewisser Weise herausfordern, um die Stabilität der Verbindung zur fünften Dimension zu testen. Da kann ich euch mit auf den Weg geben. Nehmt das dankbaren Herzens an und nutzt diese Gelegenheit, die Verbindung zu stärken und weiter diese unendliche Liebesenergie, diese fünfdimensionale Bewusstseinsenergie in die Raumzeit fließen zu lassen, um diese eben vollkommen durch eure Schwingungen der fünften Dimension zu transformieren. Okay, das waren die einleitenden Worte, damit die Intention klar ist, denn die Erleuchtung bzw. die magische Arbeit oder Herzensarbeit, die wir hier tun, die ist jenseits der Magie, es ist weit mehr als nur Magie, die findet auf allen Ebenen statt, eben auch auf der intellektuellen Ebene. Und die Worte sind das Tor zum Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist das Tor zur Welt. Ihr Lieben,
Kommt in euer Herz, fokussiert euch auf euer Herzchakra, auf euer Brustbein. Setzt euch bequem hin, nehmt vielleicht nochmal einen Schluck Wasser. Und egal, was heute für ein Datum ist, wenn du das Video schaust, dies ist eines von vielen möglichen Daten. Wenn deine Erleuchtung heute ansteht, steht deine Erleuchtung heute an. Und wenn es nur eine kleine Erkenntnis ist, ist es eine kleine Erkenntnis. Zeit spielt auch keine Rolle. Auch hier nehmen wir die Projektion der Zeit zurück. Wir kommen ins Einheitsbewusstsein. Schließt eure Augen, holt einmal tief Luft. Haltet die Luft an. Und atmet vollständig aus. Und noch einmal tief Luft. Haltet die Luft an. Atmet vollständig wieder aus. Und fühlt jetzt euer Herz. Fühlt das Herzchakra. Fühlt in das Herz. Fühle die Liebe. Zarte Flamme der Seele. Konzentriere dich. Du kannst einen Lichtpunkt direkt in deinem Herzen visualisieren, der dir dabei hilft, die Verbindung aufzunehmen. Stell dir vor, wie dieser Lichtpunkt, wie in der Mitte deines Wesens schwebt, wie in einem Kosmos als Zentralsonne schwebt zwischen Schulterblättern und Brustkorb. Dieses Dimensionsportal zu deinem Herzchakra. Und du lässt die Energien fließen. Dein Herz öffnet sich vollkommen. Du gibst die Erlaubnis, dass die Liebe durch dich fließen darf. Du gibst dir die Erlaubnis, diese, ja, teils sogar sehr raue Energie der Liebe zu fühlen. Diese fünfdimensionale Energie, dieses Wissen, diese Weisheit. Ja, diese Liebe ist es, die Bettler zu Königen macht und die Könige von dem Stuhl der Macht stößt, wenn sie sich gegen diese Energie stellen. Ja, Könige werden durch die Liebe gekreuzigt. Und Bettler
können durch diese Liebe geheiligt werden. Dies ist das Gesetz. Lasst diese Liebe nun in vollem Umfang durch euch fließen. Sollten Tränen fließen, lasst es dankbar zu. Spürt, dass ihr lebendig seid, das Leben fließt jetzt durch euch. Macht die Pforten eures Herzchakras auf. Und wie ein Orkan, wie starke Winde, könnt ihr die Energie aus eurem Herzchakra herausströmen lassen. In diese Welt. Spürt euer Herzchakra, wie es sich zu allen Seiten hin öffnet. Und macht euch bewusst, dass das Fließen dieser Energie in eure Aura, in eure Umwelt, alles um euch herum verwandeln wird. Dies ist der Wandel. Dies ist die Wende. Diese Energie, die aus den fünfdimensionalen Bereichen des Kosmos fließt, strukturiert eure Körper, eure Aura, euer Haus, eure Wohnung, euer Umfeld. Und diese Liebe, die durch euch fließt, wird sich auch auf die Verbindung zu euren Mitmenschen bemerkbar machen. Dieser kontinuierliche Strom der Liebe wird das Mitgefühl in euch erzeugen für jedes Wesen, alle Menschen. Und ihr schaut mit den Augen der Liebe auf all eure Beziehungen, egal in welchem aktuellen Zustand sie sind. Und ihr sendet, ihr lasst einfach diese Liebe fließen. Ihr sendet die Liebe. Öffnet euer Herz. Konzentriert euch auf die Zentralsonne zwischen Brustbein und Schulterblättern. Und spürt, wie diese Energie aus euch heraus zu leuchten beginnt. Und sämtliche Widersacher werden entweder durch diese Liebe, die von euch ausgeht und zu ihnen hinfließt, geheilt, oder aber sie werden von euch ablassen und ihre Wege gehen. Dieses kosmische Einheitsbewusstsein beginnt sich um euch herum auszubreiten. Zentimeter für Zentimeter, Meter für Meter, erfüllt euer Scheinen, erfüllt euer liebendes Sein nun euren ganzen Raum. Und ihr dehnt euer Bewusstsein mit der Liebe aus, in das kosmische Einheitsbewusstsein dieser Welt. Alles um euch wird verwandelt werden. Und wir dehnen jetzt unser Bewusstsein weiter aus. 5 bis 10 Kilometer
um uns herum. Und in diesem Moment alles, auch durch unsere Intention, nun in das Licht der Liebe getaucht. Du bist ein Kanal der göttlichen Offenbarung. Du stellst die Verbindung zur Dimension der unendlichen Liebe her. Und sie kommt durch dich, durch dein Herzchakra, in die irdische Welt und verbindet die geistige Welt mit der irdischen Welt. Und in einem Umkreis von 5 bis 10 Kilometern über dir, unter dir, vor dir, hinter dir, links von dir und rechts von dir beginnen jetzt sämtliche Atome sich zu strukturieren und entsprechend auf diese unendliche Liebe zu reagieren und in Resonanz zu gehen. Die Welt geht immer mit den Menschen in Resonanz. Heute, durch deine bewusste Intention und deine Absicht, erzeugst du die Resonanz der unendlichen Liebe in deinem Umfeld. Die Energie fließt ganz von selbst. Du darfst es erlauben, für diesen Moment in diesem göttlichen, ekstatischen, freien, friedlichen und glückseligen Zustand zu sein. Und du dehnst dein Bewusstsein 50 Kilometer um dich herum aus. Und du weißt, dass am heutigen Tage Hunderte, Tausende, wenn nicht gar Millionen andere Menschen auch meditieren. Unsere Augen beginnen sich zu berühren. Sie verstärken sich, sie gehen in Resonanz und es entsteht ein Lichtnetzwerk, ein Netzwerk der Herzen und der Intention, das globale Einheitsbewusstsein der Liebe jetzt zu manifestieren. Du weitest dein Bewusstsein 1000 Kilometer um dich herum aus. Spätestens jetzt erreichst du die Nachbarländer. Im Norden, Süden, Osten und Westen. Du lässt die Energie durch dich hindurch fließen. Die Helfer der geistigen Welt gesellen sich zu dir und helfen dir bei dieser wundervollen Arbeit. Das Lichtnetzwerk dieses Planeten wächst nun zusammen. Du weitest dein Bewusstsein 5000 Kilometer aus. Ganz Europa, der Nordpol, weite Teile Asiens,
und Teile Afrikas werden von deiner Meditation nun erfasst und weit ins Erdinnere hinein und weit in den Kosmos hinaus. Zu den Lichtgeschwistern der anderen Sternenzivilisation und zu den Erdenbewohnerinnen und Erdenbewohnern im Inneren der Erde. Die Liebe fließt durch dich, dein Herzchakra. Die Lichtkugel, in der du dich befindest, hat mittlerweile einen Durchmesser von über 10.000 Kilometer. Mittlerweile verbinden sich unsere Lichtauren, ähnlich wie der Schaum beim Badewasser, gibt es hier und da Berührungen, Überschneidungen. Wir sind alle eins, we are all one. Und die Menschen um uns herum beginnen, dieses Licht der Liebe wahrzunehmen und wie Radioempfänger beginnen sie sich auf diese Frequenz einzustimmen, einzutunen. Und desto mehr Menschen an diesen Meditationen täglich teilnehmen, desto mehr Menschen werden in der Lage sein, sich in diesem göttlichen Chor einzustimmen und ihr Puzzleteil in die entsprechende Stelle des globalen und galaktischen Puzzles einzufügen. Du bist wichtig. Wir lieben dich. Dein Bewusstsein weitet sich nun um den ganzen Planeten aus. Du trittst ein in den Lichtkreis der kosmischen Bruder- und Schwesternschaft, der Hüter und Hüterin dieses Planeten. Du trittst ein in das globale Einheitsfeld des kosmischen Bewusstseins der fünfdimensionalen Erde, welche bereits den Aufstieg initiiert. Denn es ist dieser Planet, der den Dimensionswechsel aus der Materie in die Fünfdimensionalität nun vollzieht. Und durch diesen Aufstieg steigen die Bewohner dieses Planeten, die Lebewesen dieses Planeten mit auf. Der Aufstieg betrifft tatsächlich auch Pflanzen, Tiere, Mineralien, Einheitsbewusstsein. Lass die Liebe fließen. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein, doch es ist die Liebe. Dieses fünfdimensionale Portal, dein Herzchakra, fließt, dein Herz ist weit offen. Und von nun an wirst du erkennen, dass alles, was dir im angeblichen Außen begegnet, Teil deines göttlichen Wesens ist. Ein Botschafter. Ein Messenger. Erkläre dich bereit, den Botschaften dieser Welt
Gehör und Aufmerksamkeit zu schenken. Und erlaube der Welt, durch dich zu fließen, zu wirken und die fünfdimensionale Realität dieser unendlichen kosmischen Liebe nun gesellschaftlich spürbar zu machen. Die Gesellschaft ist die Summe der Individuen. Und wenn du und ich und wir alle in dieses Bewusstsein eintreten, ändert sich die erlebte und gelebte Realität auf diesem Planeten prompt. Halte diese Schwingung der Einheit, diese Herzensschwingung. Und lass deine Antwort Liebe sein. Deine Antwort ist die Liebe. Erkenne, dass wir alle gemeinsam auf dieser Reise sind. Aus dem Ursprung und zurück zum Ursprung. Hol einmal tief Luft. Und mit der nächsten Intention dehnst du dein Bewusstsein nun über das Sonnensystem hinaus aus. Dein Herz strahlt in die Milchstraße hinein, in kosmisches Wesen unter kosmischem Wesen. Dies ist das göttliche Telefon. Und mit einem weiteren Atemzug dehnst du dein Bewusstsein nun durch Raum und Zeit aus, bis die komplette Raumzeit von deinem Bewusstsein erfüllt ist. Dehne dich aus durch das gesamte Universum. Dies ist deine Intention. Durch die gesamte Zeit. Und lass die Liebe fließen durch dein Herzchakra. Das Portal zur Fünfdimensionalität, zur Einheit. Energie fließt durch dich. Das ist der Kanal, das Medium. Und all deine Partikel und Teilchen werden durch diesen kontinuierlichen Liebesstrom getunt, gestimmt und in eine perfekte Ordnung gebracht, eine göttliche Ordnung, mit dem Resultat vollkommener Gesundheit. Und vollkommener Schöpferkraft.
Spüre, wie die Liebe dich zu verwandeln beginnt. Und wie sie weit über deine Haut hinaus ausgestrahlt ist. Du bist vielleicht wie die Glut im Ofen, die die Hitze absondert. Lass es fließen. Nimm einen tiefen Atemzug. Und bedanke dich bei der göttlichen Mutter, bei Gott, bei der Welt und bei dir für diese kosmische Einheit. Die du nun erleben konntest. Und diese Realität breitet sich nun immer weiter aus, durch Raum und durch Zeit. Mag sein, dass dies wenige Minuten gewesen sind, aber diese Realität breitet sich aus. Und das, was jetzt Peak Moments noch sind, Höhepunkte, ist bald schon die Basis unseres Lebens, ist die Basis unseres Lebens und ist die Basis unserer Gesellschaft. Kinder des Lichtes, Kinder der Liebe, erinnert euch. Die Reiche der Göttin, die Reiche Gottes finden wir hier in unserem Herzchakra und von hier aus beginnen sie in diese Welt zu strahlen. Und nach dem Gesetz der Resonanz geschehe uns. Amen. Kehre mit deinem Bewusstsein und deinem Fokus nun in deinen Tempel zurück, in deinen Körpertempel, in dein Zentrum. Kehre vollkommen in dein Körper mit deinem Bewusstsein zurück. Und wenn du bereit bist, kannst du die Augen öffnen. Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück hier bei dir zu Hause, hier bei mir zu Hause. Du kannst diese Meditationen, die ich in den letzten Tagen veröffentlicht habe, gerne täglich sogar durchführen mit dieser Anleitung, ohne diese Anleitung. Um eben diese göttliche, unendliche Liebe in dir zu kultivieren, wachzurufen und fließen zu lassen. Das Ergebnis wird sein, dass sich dein Umfeld beginnt vollkommen zu wandeln. Das Ergebnis davon wird sein, dass sich Menschen um dich herum beginnen zu wandeln. Viele Menschen werden vielleicht gehen, andere werden kommen.
Das Erwachen ist da. Das Erwachen ist da, die Menschen erwachen ganz von selbst. Wenn der Tag da ist, erwachen die Menschen. Es ist ein ganz natürlicher Prozess. Und wenn du diesen Prozess unterstützen möchtest, dann rette dich zuerst einmal selbst, um das mal so zu sagen, dann führe du die Meditation für dich durch. Und von diesem Punkt aus wirst du sehen, wie sich ein Wunder in deinem Leben ereignen und plötzlich Menschen auf dich zukommen, von denen du es vielleicht am wenigsten erwartet hättest. Oder auch andersrum, Menschen sich von dir abwenden, wo du es auch am wenigsten erwartet hättest. Wichtig für dich ist, dass du dein direktes Umfeld, dein Leben dadurch eben in den fünfdimensionalen Bewusstseinszustand heben kannst. Ja, und dadurch halt eigentlich ein ziemlich schönes, liebevolles, gesundes, gesegnetes Leben führen kannst, erleben kannst. Und du wirst dann spüren, dir mangelt es dann auch an nichts. Und du wirst Mitgefühl für die Menschen empfinden, die in ihrem Drama verwickelt sind. Du wirst gar nicht so sehr das Gefühl haben oder das Bedürfnis haben, ihnen jetzt dringend zu helfen, sondern du bist da und you hold the space, du hältst den Raum für sie, bist aber mehr und mehr in der Lage, dich auch gesund quasi abgrenzen, klingt jetzt sehr hart, aber dich zumindest nicht mehr verwickeln zu lassen in das Drama deiner Mitmenschen. Sondern sehr genau zu sehen, dies ist meine Energie, dies ist mein Space, in dem lebe ich. Und dies ist das Päckchen meines Mitmenschen. Und da sind wir aber an dem Punkt des Einheitsbewusstseins. In dem Moment, wenn dich das berührt, geh darauf ein. In dem Moment, wo dich das triggert, geh darauf ein. Versuche nicht, es zu ignorieren und in eine gewisse abgehobene spirituelle Arroganz oder Ignoranz abzuschiften, um deinen heiligen Space zu halten. Du siehst hier auch immer wieder in diesen Meditationen, innerhalb von 5 Minuten sind wir da. Diese Welt ist nicht weit weg. Die Dimensionen sind sowieso immer da. Ob wir uns dieser Dimensionen bewusst sind, das ist die Frage. Während wir schlafen, sind wir uns unseres Körpers selten bewusst. Wenn wir wach werden, dann kommt das Bewusstsein zumindest für den Körper, für unseren Job und so weiter. Ähnlich verhält es sich mit dem vier- und fünfdimensionalen Bewusstsein. Die Dimension ist immer da. Ob wir sie uns bewusst machen, das ist die Frage, die man sich viel mehr stellen darf. Und dieses Bewusstmachen ist eben der Motor quasi der Evolution und triggert dadurch natürlich eben auch eine Schwingung. Denn durch das Beobachten, das ist das Quantenuniversum, durch die Beobachtung dieser Dimension, durch die bewusste Hinwendung, ändert sich schon unsere Schwingung. Und diese geänderte Schwingung führt natürlich dann dazu, dass sich die Raumzeit neu strukturiert und ändert. Und das war ja der Eingang, dass ich das erklärt hatte. Wie im Prinzip jede Dimension Einfluss auf die andere hat und wie wir einfach durch solche Meditationen direkten Einfluss auf die Raumzeit bekommen können, sprich auf die Materie, auf die 3D. Und Raumzeit bzw. Zeitraum meint tatsächlich, so wie wir den Raum bestreiten können, meint es tatsächlich auch die Zeit. Das ist kein komischer Zufall, dass wir zum Beispiel von Zeiträumen sprechen. Ein Zeitraum von einer Stunde. Die Raumzeit einer Stunde.
Da dürft ihr gerne auch mal meditieren, was das mit euch macht, wenn ihr die Begriffe Raumzeit zu einer Größe verschmelzt. Nach einer Weile werdet ihr merken, wie illusorisch sowohl der Raum als auch die Zeit ist und wie sehr die uns umgebende Wirklichkeit eigentlich fast einem Metaverse gleicht, eigentlich fast einer virtuellen Realität. Obwohl diese Realität, in der wir uns befinden, durchaus sehr echt und sehr real ist und auch für viele Menschen sehr schmerzhaft. So, hier bei Instagram sind wir gerade wieder rausgeflogen. Ich muss das ganz kurz mitteilen. Okay, ihr Lieben. Bei YouTube. Viel Spaß bei den anderen Meditationen, die heute sicherlich überall noch laufen. Wir werden auch noch an einigen Meditationen heute teilnehmen und da können wir dann in den nächsten Tagen darüber sprechen. Ich schaue jetzt nochmal, was ihr geschrieben habt. Kartoffelpü fragt, habe eine 10-jährige Freundschaft beendet, da ich in der Nähe dieser Person Schnappatmung bekommen habe. Es ist seltsam, aber ich vermisse sie nicht. War das arrogant oder sinnvoll? Mir geht es besser. Naja, du hast doch deine Antwort gerade selbst schon gefunden. Wir gehen sehr häufig einen Teil des Weges zusammen. Das ist dann auch sehr schön. Und dann gibt es aber Punkte, da möchte der eine nach Rom und der andere nach Tokio und das ist auch völlig in Ordnung. Und weil was will man in Tokio, wenn man sich da nicht zu Hause fühlt? Und es gibt solche Personen, von denen man sich früher oder später zumindest so weit verabschieden muss, dass man ein friedliches Leben führen kann. Ihr Lieben, in diesem Sinne beende ich das Video für heute. Die Liebe ist die Kraft, die diese Welt verwandeln wird. Namaste.